Und zwar ist vor uns das perfekte Beispiel zu dem Thema, was ich gerade ansprechen wollte. Hallo Leute! Herzlich willkommen zum neuen Video. Fahren jetzt mal nach da. Oh, ja, fahren wir mal Richtung Autobahn. Und zwar muss ich hier drauf die 535. Jetzt muss ich das Mikro erstmal gleich richten. Bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Ich werde mal versuchen, nicht so zu schreien. Und zwar ist vor uns das perfekte Beispiel zu dem Thema, was ich gerade ansprechen wollte. Nämlich Rentner im Straßenverkehr. Gucken wir uns die doch mal an. Die hat nämlich gerade keinen Platz gemacht bei der Auffahrt. Ich musste stark in die Eisen gehen. Okay, ist in dem Sinne keine Oma, aber eine ältere Dame. Und ihr habt ja alle das Video gesehen, wahrscheinlich, mit dem Unfall, der während der Ausfahrt von Easy und mir passiert ist. Und, alter Schwede, ist das windig. Und, ich bin der Meinung, ab einem bestimmten Alter sollte man einfach einen Auffrischungskurs machen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, yo, das sagst du so einfach. Weil das muss natürlich auch irgendwie finanziert werden und es hat nicht jeder eine fette Rente und sowas. Aber da hat man einfach gemerkt, ihr müsst euch das Video nochmal angucken. Es reicht auch schon, wenn ihr den Anfang guckt. Oder reicht das? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das reicht. Oder ihr spult bis zum Ende, bis der Unfall passiert. Weil Folgendes ist nämlich passiert. Ich stand an der Ampel und man sieht, die Spur, die rechte Spur von mir fährt. Ergo, die Gegenspur darf auch fahren, hat grün. Und die Oma war der festen Überzeugung, der ist viel zu schnell gefahren, beziehungsweise über Rot. Und die Situation an der Kreuzung, versucht auch nochmal, macht mal irgendwie das Bildstopp bei der Kreuzung, wo es geschempert hat. Die ist da eingebogen, wo sie hätte gar nicht einbiegen dürfen, da war durchgezogene Linie etc. Also, zumindest in meiner Erinnerung jetzt, ich habe mir das Video jetzt noch nicht selber. Kurzer Towncheck. So, jetzt mal wieder runterdrücken. Die ist nämlich gefahren, einfach gefahren, hat behauptet, ja, scheiße, der LKW-Fahrer ist über Rot gefahren und hat mich voll erwischt und alles mögliche. Nein, die Oma war es 100% schuld. Und das ist halt auch so der Grund, ich fand die super süß, die Oma. Ich habe auch nichts gegen ältere Menschen etc. Aber im Straßenverkehr, finde ich, ab einem bestimmten Alter hat man einfach nichts mehr verloren, ne? Von der Freundin der Opa, der ist noch total klar im Kopf, der hat freiwillig seinen Führerschein abgegeben, weil er gesagt hat, komm, ist gut, ich brauche nicht mehr fahren, ich kann alles mit Bus und Bahn erreichen, ist auch günstiger für mich und so. Also das ist schon vorbildlich, finde ich, weil manche, es gibt ja auch so grimmige Rentner, wenn du die überholst, wie die austicken, also zum Teil voll unbegründet. Ich hatte jetzt auch letztens eine Situation, während der Arbeitszeit war das, war ich auch mit dem Motorrad unterwegs. Also nicht, dass ihr denkt, freizeitmäßig, wenn ich mit dem Motorrad zur Arbeit fahre, fahre ich auch geschäftlich dann über den Tag mit dem Motorrad rum. Habe ich mich an der Ampel nach vorne geschlingelt, weil das so eine richtig lange Rotampel ist und lässt nur irgendwie drei Autos rüber. Und da dachte ich mir, nee, keinen Bock zu warten. Ey, der ist extra in die Mittelspur gefahren und hat mich nicht durchgelassen, weil das ein Rentner war. Kamera natürlich wieder mal nicht dabei, aber während der Arbeitszeit filme ich auch nicht. Da tue ich andere Dinge. Ist einfach richtig scheiße so.
Finde ich echt nicht cool. Und das hatte ich auch schon im Stau. Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit komme ich manchmal in den Stau. Da entsteht manchmal ein Stau, warum auch immer, da ist eigentlich gar nichts, aber da steht einfach Stau, kennt ihr das? Ja, das ist einfach nichts. Da ist eine 80er-Zone kurz wegen so einer Unterführung und dann geht es wieder offen weiter, aber es staut sich irgendwie 6 Kilometer zurück. Ach, egal. Auf jeden Fall, das waren jetzt nicht unbedingt nur Rentner da in dem Stau dann, aber da habe ich auch oft dann, wurde ich angehubt, wegen gar nichts. Ich fahre dann da mit 10, 15, vielleicht 20 km/h weit zwischen den Autos her, weil ja immer mal wer ohne Blinken die Spur wechseln kann, damit ich noch rechtzeitig bremsen kann. Ne? Ich bin ja auch kein Vollidiot, der da mit 50 durchhackt. Also ich fahre 10, 15, vielleicht 20 km/h und die hupen einen an und dann stehst du neben einem, was soll die Scheiße, stell dich hinten an und ich denke mir so, was zur Hölle, Alter? Es ist scheiße warm, warum soll ich mich hinten anstellen, du netter Mensch? Also da habe ich mir echt schon so gedacht, was zum Teufel, ey. Naja, ne, und Rentner im Straßenverkehr einfach, die sind manchmal einfach verplant. Ich finde, entweder Auffrischungskurs und dann entscheiden, Führerschein behalten oder nicht. Und dann bin ich eher lieber abgeben, weil... Die stellen ja auch eine Gefahr für andere dar. Das ist ja nicht so, dass die dann nur sich selber gefährden, wenn sie so voll verpeilt fahren. Aber sowas wie gestern zum Beispiel. Die fährt einfach rein in die Tankstelle. Also ein LKW kann man nicht übersehen, sorry. Aber die Tankstelle hatte gelbe Farben. Der LKW war grün. Die kann den nicht einfach so übersehen haben. Also dass das irgendwie die Farben sich überlappt haben oder was weiß ich. Also... Ab einem bestimmten Alter, meiner Meinung nach, muss man irgendwie einen Erfrischungskurs machen. Und ich will jetzt hier auch nicht alle Omis und Opis beleidigen oder so. Es gibt mit Sicherheit ältere Menschen, die mit 90 noch topfit im Kopf sind. Meine Oma zum Beispiel, die geht noch joggen. Die ist 80 und geht noch joggen. Gut, das ist langsames Joggen. Man könnte auch sagen, das ist Walken. Aber sie macht noch Sport mit 80. Was ist da los? Also... das ist nur meine Meinung. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr darüber denkt, wie man sowas handhaben könnte. Und jeder Tunnel muss mitgenommen werden. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Es ist wieder geiles Wetter. Genießt den Rest des Sommers, Leute. Schwingt euch aufs Bike. Ride safe. Und lasst ein Abo da, ein Like da. Verbreitet es. Hashtag push die Kleineren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.